So, hier sind wir nun am Computer und haben hier ein OpenOffice-Sheet gemacht. Da fehlt, das liefere ich gleich nach, da fehlt noch eine Messung. Da habe ich irgendeinen Fehler drin, irgendeinen Bockmist drin, und zwar hier bei 40 Grad kurz. Also, nochmal von vorne, um was geht es eigentlich? Ich habe ja die Messsteckdose dran, den Energiemesser, und habe mir gedacht, es wäre ja cool, wenn man jetzt hier auch mal in Zahlen zeigen könnte, was denn das Gerät einspart. Oder zumindest, welchen Unterschied habe ich denn von ohne Alphamix, also einfach nur kaltes Wasser in der Waschmaschine, bis mit Alphamix, also warmes Wasser in der Waschmaschine. Ihr seht jetzt hier ein totales Chaos an Zahlen. So bin ich, das muss immer Chaos sein, habe aber hier immer notiert, was es ist. Ich habe mir also die Zeiten im Handy notiert, so und so viel Uhr an dem und dem Tag, so viel Grad, bla bla bla. Also habe dann Tabellenblätter, 60 Grad, 95 Grad kann man eigentlich vernachlässigen, 40 Grad ist halt wichtig und 30 Grad und hier hinten noch den Trockner. So, wie ist denn so eine Messung aufgebaut? Sagen wir mal, wir gehen mal in diese 40 Grad Tabelle rein und jetzt habe ich hier den gelb gefärbten Bereich. Ich habe mir das immer so hintereinander kopiert und eingefärbt, dass ich noch den Überblick behalte. Ihr seht jetzt hier die Zeile 16, 18, das ist 40 Grad kurz mit Alphamix. Die Zirkulation war an, das heißt, er hat relativ sofort heißes Wasser bekommen. Alphamix steht dann auf 45, es ist gewährleistet, dass auf jeden Fall warmes Wasser dort drin ist, etwas wärmer als 40 Grad, sodass die Heizung nicht anspringt. So, er setzt dann hier ein Datum plus Uhrzeit, er setzt hier, weiß ich gar nicht, eine MAC-Adresse oder keine Ahnung, ist ja wurscht. Und wir gehen mal ganz hoch. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, ich hätte es fixieren sollen da oben. Hier oben ist die Überschrift. Zum einen zeigt er mir eine Spalte D an Power in Watt. Das heißt, hier zum Beispiel hat er zu dem Zeitpunkt 11.22 Uhr und 19 Sekunden genau 11,93 Watt gesaugt. Dann zeigt er die Energie an und da, das ist wichtig für uns, das sind hier die Wattsekunden. Müsst ihr nachher umrechnen. Also Wattsekunden könnt ihr dann umrechnen in Wattminuten, in Wattstunden und dann 1000 noch dabei und dann sind wir bei Kilowattstunden. So, er gibt hier auch Kost an. Ihr könnt in dieser App von dieser Messdose könnt ihr natürlich auch die Kosten hinterlegen. Habe ich jetzt aber hier nicht benutzt. Und die Temperatur, die zeigt er eben an. Die Raumtemperatur, keine Ahnung, wahrscheinlich, ist auch nicht erheblich für mich gewesen. So, bei dieser Messsteckdose war es so, die Werte kamen immer als Punktewerte raus. Und das ging natürlich nicht zum Umrechnen, also habe ich die Punkte durch Kommas ersetzt. Und kam dann hier auf diese Werte. Was habe ich jetzt hier in der Spalte H? Das hier könnt ihr jetzt mal einfach vergessen. Das habe ich für meine Kontrolle einfach nur zusammengerechnet. Das sind einfach nur Summen über gewisse Spalten. Das ist jetzt interessiert nicht. Aber die Spalte H, die ist interessant, denn hier habe ich hochmathematisch eine Berechnung erstellt. Und zwar habe ich hier E2, also die Energy, die Wattsekunden, habe ich hier geteilt. Und zwar, wenn ihr hier mal mitzählt, haben wir hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, also 3,6 Millionen, also durch 3,6 Millionen. Und dann bekommt ihr hier die Kilowattstunden raus. Das ist natürlich sehr, sehr wenig, denn ihr teilt ja durch 3,6 Millionen. Also bekommt ihr hier natürlich Werte raus wie 3,3772 mal 10 hoch minus 5. Da könnt ihr noch einen Haufen Nullen vorne dran schreiben. So. Das ist aber nicht schlimm, denn es geht ja hier über die Zeit. Das heißt, ich addiere einfach nachher diese ganzen Werte. Und das habe ich hier vorne in diesem Infoblatt gemacht. Ich stelle übrigens das Template hier mit ein, dieses Chaos. Ihr könnt dann spielen. Da gibt es nachher da unten eine Funktion, da könnt ihr noch was eintragen. Das ist nicht schön, das ist kein User Interface, das ist kein Tool. Das ist einfach nur ein Blatt, ein Template. Ihr könnt das umbauen, ihr könnt eure eigenen Messungen dort rein machen, nur gerade so. War einfach nur so ein Brainstorming von mir, um das mal kurz darzustellen. Denn ich dachte, einfach das Gerät zeigen, wie das montiert wird und wie dann die LEDs hin und her springen, das ist ja irgendwie witzlos. Also machen wir es mal auf diese Art. Moment, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Bier trinken. Leckeres Kaltgetränk zu mir. Isotonisches Kaltgetränk trinken. Ah, das perlt. So.
Hier oben haben wir die Temperatur. Also wir haben 30, 40, 60, 95. 95 kann man eigentlich mal vergessen. Interessant ist da aber trotzdem was. Komme ich gleich dazu. Wir sind 5 Personen im Haushalt. 3 Kids, Mama und Papa. Das heißt, die Waschmaschine läuft, wie ihr hier unten seht, Waschungen pro Woche. 3x40, 3x60, das ist so der Hauptteil, vielleicht mal eine 30er, 95 eher selten. So, also habe ich hier oben einfach mal 30 Grad angenommen. Es gibt das Programm normal und kurz. Dann haben wir hier die Zeile mit Alphamix und ohne Alphamix. So, dann habe ich hier einfach gesagt, mach mir die Summe, wir sind hier bei 30 Grad, mach mir hier die Summe aus dem 30 Grad Tabellenblatt und das geht dann von 152 bis H436. Dort steht dann diese Messung drin. Und das sind diese Kilowattstunden, diese bla 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 mal 10 hoch minus 5 irgendwas. Und das ergibt dann hier 0,208 Kilowattstunden tatsächlich. Das Normalprogramm ohne Alphamix, da würdet ihr jetzt sagen, boah, das ist ja der Wahnsinn. Da haben wir ja 0,26 Kilowattstunden, also eigentlich gar nicht viel mehr als 0,20. Ja, kann man so sehen. Trotzdem ist es natürlich nachher die Masse, die dann auftritt. Ich jetzt natürlich hier lauter 30er Wäsche mache und habe hier 5 30er Wäschen in der Woche. Und da macht sich natürlich da unten gegenüber einer Wäsche 36 Euro. Das sind nur 3 Euro, aber es sind halt 3 Euro. Ne? Und wenn das halt dann 1, 2, 3 Jahre läuft, klar, das sind, wie sagt man immer, das ist Kleinvieh macht auch Mist. Das heißt aber jetzt für mich, oder das sagt aus, dass es in diesem 30er Normalprogramm nicht so viel einzusparen gibt. Immer natürlich unter der Prämisse, es hat alles richtig funktioniert mit der Messung. Manchmal ist auch die Heizwendel angegangen. Ich habe das immer in den Messungen geguckt, ob die tatsächlich nicht angegangen ist. Kann ich euch mal zeigen. Das sieht man ja hier in der Spalte. Hier seht ihr es zum Beispiel. Hier ist die Heizung angegangen. Das sind jetzt hier 2223 Watt, 2213 und so weiter. Da sieht man es ganz gut. Das, da unten ist die normale Trommel, die dann gelaufen ist. Und wenn geschleudert wird, sind es so 300 oder 400 Watt. Das kann man da immer ganz gut sehen. Am Schluss wird ja meistens noch geschleudert. Und dann seht ihr das. Das sind die Werte beim Schleudern. So. Und für eine Messung, wo nichts gelaufen ist, jetzt müsste hier zum Beispiel ohne Alphamix, nee, da ist natürlich dann die Heizung angegangen, aber hier ist einer mit Alphamix. So, mit Alphamix und hier darf kein 2000er Wert auftreten. Ne? Also in dieser Spalte hier, Entschuldigung, dieses Hin- und Hergehupse, das ist aber hier mit dem Touchpad. Also hier steht nirgends was mit 2000. Das heißt, die Heizung war definitiv nicht an. Das habe ich immer überprüft. Aber ohne Gewehr, es kann natürlich auch mal ein Messfehler passieren. Und ich glaube, hier bei 40 Grad ist mir ein Messfehler passiert. Daher liefere ich das hier im Video noch nach. Die Waschmaschine ist noch am Laufen, beziehungsweise die wird noch gemacht. Die Wäsche, ich habe nicht immer alle Wäsche hier zur Verfügung. Und das wird gleich nachgeliefert. Aber lasst uns mal kurz noch gucken. Also, 30 Grad kurz, da sehen wir was. Und zwar habe ich hier die Differenz mal genommen. Da ist es ja hier nur 0,05 Kilowattstunden, also 1152 Kilowattstunden. Und hier sind wir auf einmal bei 0,05. Bleiben wir bei den Kilowattstunden, sorry. Also 0,05 Kilowattstunden an Differenz. Hier haben wir 0,206 beim Aufrunden an Differenz. Das ist natürlich fürs 30er Kurzprogramm, wenn man das nutzen will, ist das schon eine Hausnummer. So, hier unten habe ich natürlich nicht das Kurzprogramm mit einbezogen. Ihr seht hier, ich rechne hier mit dem Normalprogramm. Würde ich hier auf das Kurzprogramm wechseln, und dann würde das natürlich bei ein paar Wäschen hier in der Woche schon erheblich anders aussehen. Ihr seht das da unten, da sind wir ja schon bei 48 Euro, da sind wir ja schon 10, 12, 12 Euro. Unterschied. Also man kann das anpassen, wie man das will. Das ist natürlich eine Hin- und Herrechnerei. Ich wollte es jetzt aber so machen, dass überall nur das Normalprogramm hier unten in dieser Tabelle auftaucht. Vielleicht habt ihr ja gar keine 30, vielleicht habt ihr nur 30, vielleicht habt ihr nur 30 normal und es rechnet sich für euch vielleicht gar nicht so sehr. Denn das Gerät kostet ja immerhin über 200 Euro. Muss man dann eben sehen, ob man das so machen will oder eben nicht. Und wie das Warmwasser natürlich erzeugt wird. Das ist über Solarthermie,
habt, relativ kostenlos, sage ich, weil ich meine, das Wasser hat ja eine Grundwärme bekommen vom Gas. Das heißt, der Speicher ist ja auf 55 Grad bei uns. Und wenn jetzt morgens die Sonne aufgeht, dann ist es ja nicht so, dass dann, wenn die Sonne scheint, dann auch die ganze Energie dann dort von der Sonne direkt kommt, sondern das braucht ja auch wieder eine Stunde, zwei, drei, keine Ahnung. Also ihr müsstet theoretisch hier auch noch das Gas mit einrechnen, aber das nimmt dann Formen an. Hier geht es tatsächlich jetzt nicht um eine absolut 100% korrekte Berechnung, sondern eben einfach nur um das Bewusstsein, was passiert. So, 40 Grad haben wir hier, 40 Grad normal, da sehen wir die Ersparnis, da haben wir jetzt auf einmal im Normalprogramm, haben wir hier einen deutlichen Unterschied zu sehen. Dann habe ich mal was ausprobiert. Ich habe mal das Brauchwasser auf 60 Grad gestellt. Und ihr seht jetzt hier schon, dass wir hier, okay, da habe ich die gleichen Werte genommen, klar, weil ich meine, normal ohne Alphamix ist halt kalt, also lege ich einfach mal das Kalt zugrunde, weil das Normalprogramm war. Aber das Warmwasser war auf 60 Grad hier und hier war es bei 55 Grad. Also ihr seht, da gibt es schon... gibt es schon irgendwie Schwankungen. Denn hier habe ich ja auf einmal mehr und bei normal mit 55 Grad habe ich ein bisschen weniger. Das ist natürlich so eine Sache. Also das kommt wohl auch darauf an, wie viel Wäsche ist drin. Keine Ahnung, also ob das Programm sich verkürzt oder nicht. Also ich habe gesehen, die Programme verkürzen sich teilweise ja um eine gute halbe Stunde. So, 40 Grad. Aber trotzdem, der Faktor der Ersparnis ist ja hier ähnlich in dem Falle und wir haben hier den Faktor oder wir haben hier eine Ersparnis drin von 0,2 Kilowattstunden und haben das hier in Brutto und Netto. Je nachdem, hier habe ich die Werte eingegeben für den Strompreis, ist bei uns Brutto 0,31. Brutto habe ich genannt, ich habe die Abrechnung von dem Jahr genommen und habe es durch die Kilowattstunden geteilt. Da sind dann auch die Grundgebühren drin und der ganze Kram. Da sind wir bei 0,3, ich glaube fast 0,32, aber 0,31 jetzt genommen und 0,27 ist, glaube ich, der Tarif. Also, ja, was jetzt hier brutto, netto, kann man auch brutto lassen. Wie ihr das eben rechnen wollt, macht ihr das. So, das kommt noch. Wie gesagt, blende ich noch ein. Hier ist ein Fehler drin. 60 Grad ist hier und da wird beim Normalprogramm hier jemand sagen, oh, hier haben wir ja schon fast 0,5 Kilowattstunden Differenz. Und da kommt das Gerät wirklich hier zum Zug bei diesen 60 Grad. Zumindest jetzt mal nach meiner nicht professionellen, genormten oder geeichten Messung, aber es ist tendenziell mehr. Und hier hat sich was ergeben, ich mache das mal groß, hier war das Warmwasser auf 65 Grad, also eigentlich auch wie hier. Und ich komme hier aber auf weniger Kilowattstunden als die Normalwäsche. Also es kann natürlich auch sein, dass ich hier noch was eingeschlichen habe. Aber prinzipiell ist es wurscht, weil hier normal die Messung zählt für mich. Aber trotzdem, hier war es Warmwasser auf 65 Grad. Und je nachdem, wie die Schwankungen sind, es gibt einen Unterschied. Also der ist da, der ist zu sehen. Gehen wir mal von dem Normalprogramm wieder aus, haben wir hier 0,493. Und das macht natürlich schon dann dementsprechend 15 Cent aus. Wenn wir ja von 0,31 Cent brutto ausgehen, haben wir hier brutto 0,15 Cent. Oder 15 Cent, so, Entschuldigung. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Wenn ihr also jetzt viele von diesen 60 Grad Waschungen habt, ihr habt vielleicht nur einmal 30, einmal 40, habt dann aber 65 oder sowas, dann seht ihr da unten, das macht sich da schon bezahlt. Also es ist nicht überall so krass, wie bei 60. Also ich würde eigentlich sagen, 40, 60, das sind so die Programme, da kommt es eben drauf an, da könnt ihr dann viel sparen. Und das ist ja bei Familien meistens auch das, was am meisten benutzt wird. So, dann haben wir noch das Kurzprogramm bei 60. Sieht man auch einen deutlichen Unterschied hier. Hier haben wir auch was. Also die 60 sind da voll mit dabei. Und ich denke, das sollte hier auch passen. Wie gesagt, ich mache noch die 95 und den Trockner hier gleich und dann liefere ich das noch hier nach mit der neuen Messung vom 40 Grad mit und ohne Alphamix. 95 Grad, ganz interessant, mit und ohne Alphamix sieht man hier kaum einen Unterschied. Ich war eigentlich der Meinung, dass wenn das Wasser schon mal 55 Grad warm ist und es dann auf 95 geheizt wird, dass dann weniger verbraucht wird. Ja, ist so, aber macht auch den Kohl nicht fett, wie man hier sieht.
Ich habe mich dann so ein bisschen mit Energie auseinandergesetzt und ja, halt eben mit die Wassermenge, die erhitzt wird, welche Energie ist da notwendig, und bin da auch nicht so der Profi, aber es kam ungefähr hin, dass es nicht viel ist. Also ich dachte, es wäre mehr. So gefühlt dachte ich, naja, wenn man 55 Grad hat, da ist ja zu 95 nicht mehr so weit wie von 10 Grad oder 12 Grad, aber okay, gut. Ist ja auch mal eine Sache, die man da dabei lernt. Das zu den 95 Grad. Okay, dann Waschungen pro Woche. Gebt ihr hier an, wie viel das sind. Ihr gebt an, wie viele Wochen ihr wäscht. Also ich habe jetzt einfach mal 50 Wochen genommen, weil wir waschen jede Woche. Es sind natürlich nicht immer 65 Grad jede Woche oder eine 40 oder eine 30, das variiert. Aber das kann man so genau eben nicht messen. Man kann da hier auch weniger Wochen angeben und müsste man sich so einen Mittelwert. Aber man kriegt ungefähr ein Gefühl. Also wenn man das genau machen will, müsste man es einfach komplett das ganze Jahr über mitmessen. Geht ja, ist ja möglich mit der Dose. Könnte man eigentlich auch mal machen, ja. Genau, dass man es startet und so. Aber das ist natürlich dann ein langwieriges Projekt. Oder mit der Fritz Deckt geht es ja auch. Die kann ja auch relativ lange aufzeichnen. Und dann hat man die Werte. Aber gut, das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. So, dann haben wir den Trockner hier. Das heißt, dieselbe Messung für den Trockner gemacht. Und wir haben einen AEG-Trockner. Ich weiß das Modell jetzt nicht. Der kann Schranktrocken Plus machen. Das ist eins vor extrem furztrocken, glaube ich. Auch wieder Brutto-Netto, aber betrachten wir jetzt hier die Brutto, da haben wir eben die 31 Cent genommen. Und ihr könnt natürlich euch jetzt da auch langhangeln, da hinten wären es jetzt 7 Waschungen hier. Sagen wir mal, wir geben auch 7 Trocknungen ein. Und 7 Trocknungen haben wir ja nicht 50 Wochen, sondern vielleicht nur 20 oder so oder 10, keine Ahnung. Aber dann seht ihr mal, was dort an Strom noch anfällt. Das hat jetzt nichts mit dem Alpha-Mix zu tun, sondern dient nur mal als Anhaltspunkt einfach für euch. Also was geht denn da drauf? Und ich war überrascht, dass das nicht so viel ist, wie ich dachte. Also das ist schon weniger, als ich angenommen hatte. Aber gut, so hatte ich natürlich noch einen Fehler drin. Sorry. Ich habe hier in der Tabelle Trockner, Tabellenblatt Trockner, habe ich schon die Summe gemacht über hier H, also die Kilowattstunden, die aufgelaufen sind. Habe hier aber nur die Kilowattstunden mal Woche mal Anzahl der Waschungen pro Woche mal der Trocknungen und mal Wochen multipliziert, aber habe vergessen, den Preis mit reinzunehmen, war mir jetzt schon suspekt. Also die 0,31 Euro oder 31 Cent müssen ja natürlich noch rein, dann macht das hier auch wieder mehr Sinn. Also da sind wir bei tatsächlich in Anführungsstrichen nur 10,90 Euro. Das ist tatsächlich nicht so viel. Ihr könnt natürlich auch dann irgendwie über PV oder so laufen lassen, über Solar, aber das nur mal als Zusatz, wie das ungefähr so aussieht. Muss ja nicht bei jedem gleich sein, aber da habt ihr eine Idee. Ist also, wie gesagt, ein kleines Chaos hier. Von daher bitte ich das zu entschuldigen, aber das war für mich jetzt einfach so ein bisschen die Grundlage, wo ich mich langhangeln kann und so ein bisschen mal die Berechnungen machen kann. Vielleicht da eine Ersparnis rauskriege, wie auch immer das jetzt hier geartet ist. Also wenn man dann pro Woche hier, sag ich mal, reellere Werte wieder einsetzt, ich sag mal Handtücher, Bad, irgendwie was zweimal und dann die Klamotten der Kids alles irgendwie mal auf und hier noch eine 30er dabei oder so, dann bei 50 Wochen vielleicht hier mal noch, keine Ahnung, macht man auch noch eine 95er dabei, aber das ist unerheblich, ob da eine steht oder nicht. Sind also zwischen 5 und 7 Waschungen, die wir haben in der Woche, so rum. Fällt da mal eine Woche raus. Vielleicht kann man da die Woche noch anpassen. Ist ja egal. Auf jeden Fall, es ist eine Ersparnis da. So, das Gerät gibt es, wie gesagt, auch für die Geschirrspülmaschine. Da stellt sich natürlich die Frage, es gibt viele User, habe ich im Forum gesehen, die nutzen nur den Warmwasseranschluss für den Geschirrspüler und sagen, gar kein Problem, geht wunderbar. Da haben wir aber auch das gleiche Problem wie in der Waschmaschine, dass sich eben Eiweiße bei heißem Wasser eben nicht mehr lösen, sondern nur bei kaltem. Und da gibt es ja wahrscheinlich ein bisschen, ich nehme an, umgekehrt beim Geschirrspüler, dass der zuerst mit kalt und dann nachher heiß, weiß ich aber nicht genau. Und da ist eine andere Programmierung drin in diesem Alpha-Mix. Das heißt,
Das müsste man einfach mal ausprobieren. Wie ist denn der Verbrauch mit Heißwasser und gegen Kaltwasser beim Geschirrspüler? Und ob sich dort das Gerät überhaupt rentiert. Das könnt ihr ja machen. Ihr schließt ihn einfach mal an heiß an, lasst den Geschirrspüler einfach mal laufen mit der Messdose oder mit dem Energiezähler. Gibt ja auch die Digitalzähler, der zählt ja dann auch die Kilowattstunden. Und macht das Gleiche nochmal mit dem Kaltwasserprogramm durch. In den verschiedenen Programmen. Der hat ja dann, glaube ich, auch 70 Grad und 65 Grad und 55 Grad und so weiter. Und dann bekommt ihr ja euren Verbrauch raus, ihr bekommt eure Zahl raus und dann könnt ihr ja entscheiden, ob es dann auch nochmal 200 oder über 200 Euro Investition für euch rechtfertigt. So, klar, wenn man jetzt diesen doch relativ geringen Wert übers Jahr sieht, könnte man natürlich auch denken, okay, das ist vielleicht dann doch nicht so gewinnbringend, denn hier müsste man ja schon, keine Ahnung, 8 Jahre Betrieb machen, um das Gerät eben zu bezahlen. Aber mir ging es jetzt weniger um die schnelle Amortisationszeit, denn um die Einsparung des Stroms im Jahr. Und wenn man dann eben, keine Ahnung, 4000 Kilowattstunden verbraucht, was wir da letztens hatten, und hier kommen dann wieder ein paar weniger raus, freuen wir uns. Genauso wie mit dem Balkonkraftwerk, was dann irgendwann mal kommt vielleicht, wo wir dann einspeisen und dort mal wieder ein paar hundert Watt sparen. Das im Saarland sagt man so schön, das läppert sich. Also das Kleinvieh eben macht auch Mist so. Das ist also der Grundgedanke hinten dran. Und weniger jetzt die Geschichte, okay, wann bekomme ich jetzt meine 200 Euro Invest wieder zurück? Den Return of Invest, den ROI. Das war nicht Fokus oder primär. Wenn ihr darauf aus seid, wird es schwierig, denn investieren müsst ihr immer. Photovoltaik ja noch viel mehr. Speicher, Inverter, Zellen, Aufbau und so weiter. Also das hier, der Alphamix, finde ich doch eine einfache Art, die Energiewende schon mal mit anzukurbeln und einfach weniger Energie zu verbrauchen, beziehungsweise die Energie, die schon da ist im Haus, sinnvoller einzusetzen. Und das kann das Gerät auf jeden Fall tun. Wie versprochen, hier noch die Korrektur der 40 Grad kurz. Ihr seht jetzt hier, hat sich was geändert zum alten Tabellenblatt. Und hier sehen wir jetzt auch diese Einsparung. Und ich habe das hier dementsprechend angepasst. Bin jetzt auch hingegangen und habe hier bei 30 Grad eben hier das Kurzprogramm ausgewählt. Und ja, habe das genauso bei 40 Grad gemacht, das Kurzprogramm. Und eben bei 60 Grad auch. Da kommen die Einsparungen relativ deutlich aus und raus. Und für uns haben wir hier den 2x30, 3x40, 3x60 jetzt hypothetisch angenommen pro Woche. Und dann seht ihr hier die Einsparungen, die man erzielen kann, nicht muss. Und ja, habt das hier eingefärbt. Dementsprechend seht ihr hier, welche Spalte hier benutzt wurde. Ihr müsst für euch entscheiden, ob das hier was für euch ist. Und wenn ja, kann ich es euch nur empfehlen, macht es. Ich habe viel gelesen, ich habe noch keinen gehört, der Probleme hatte mit der Maschine, dass dort jetzt heißes Wasser reinkommt statt nur kaltes. Also von daher ist es eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Wir für unseren Teil freuen uns eigentlich immer, wenn das Gerät an ist und wir das warme Wasser, das eh da ist, diese 10 Liter oder was auch immer da gezogen wird, eben dort dann benutzen können und nicht extra nochmal elektrisch aufheizen müssen. Das war es gewesen. Lang, aber doch geschmackvoll. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Eindruck, um was es hier geht, und würde mich freuen, wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen unten in die Kommentare reinschreibt, und ich werde garantiert darauf antworten. Freue mich schon auf regen Austausch und ja, bleibt mir treu, klickt das Glöckchen, den Daumen hoch, abonniert den Kanal, erzählt es allen weiter. Hier kommt demnächst noch viel mehr über die Energiewende, Strom sparen und so weiter und so fort. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.